Norddeutschlands größter fahrbarer Baukran klappt sich auf wie ein Taschenmesser. Das ist echt Hightech. Wenn du in der Stadt irgendwie aufbaust, dann gucken immer alle Leute, bleiben stehen in der Stadt. Kranfahrer müssen schwindelfrei sein, auch in 35 Metern Höhe. Man muss echt schon ein Feingefühl drin haben. Im schlimmsten Fall können sie alle runterreißen oder sonst irgendwas. Die Last reißt ab. Sie heben Gewichte so schwer wie 80 Kleinwagen. Vorsicht! Was passieren kann, dass es zu schwer ist. Egal ob draußen oder in der Halle, wenn tonnenschwere Lasten durch die Luft schweben, müssen Profis ran. Du musst mir das zeigen. Es kann immer mal was passieren. Es ist halt saugefährlich. Sieben Uhr morgens. Kranfahrer Dirk Albert ist auf dem Weg zu einem ganz besonderen Auftrag. Mit seinem 60-Tonnen-Koloss, 3 Meter breit und 16 Meter lang, soll er heute eine historische Brücke heben. Die Arbeiter auf der Baustelle warten nur auf ihn. Doch, wie so häufig, Berufsverkehr. Die Zentrale macht schon Druck. Ja. Das ist so gleich gegenüber von der Schaumburgstraße da rechts rein, da in der Kraft, ne? Da, wo die Sportplätze sind. Ja. Noch ein bisschen Stau hier, wir sind gleich kurz vor der Klappenburg. Nein, so einen Auftrag hat man auch nicht jeden Tag. Einmal im Leben vielleicht. Weil es eine ziemlich alte Brücke ist. Und ja, besteht immer die Gefahr, dass sie durchbricht, weil sie schon ziemlich alt ist. Wollen wir hoffen, dass alles hält und dass der Statiker richtig ausgerechnet hat, wo jetzt die Anschlagpunkte sind. Ja, das ist so die Herausforderung für heute. Es geht nach Hannover zu den Herrenhäuser Gärten. Die marode Brücke ist 180 Jahre alt. Kranfahrer Dirk hat die meiste Erfahrung in seinem Team. Seit 30 Jahren ist er im Job. Und trotzdem ist das Team angespannt. Einsatzleiter Jörg Hess hat 3 Wochen lang den sogenannten Hub geplant. Den schicken wir gleich noch weg. Na, dass du dich hier hinstellst mit der Drehkranzmitte. Mit der Drehkranzmitte? Ja, eine Stütze da. Entweder ja, da eine Platte hin, da eine Platte hin. Das heißt, wir bauen erstmal auf alles, machen alles soweit fertig. Dann kommt das Denkmalpflegeamt. Und die entscheiden, ob die überhaupt rauskommt. Wie? Die, kann sein, dass die überhaupt nicht rauskommt oder was? Ich weiß es nicht. Ist es so, das Denkmalpflegeamt, es hat keiner irgendwelche Erfahrungen damit mit der Brücke. Das heißt, das Denkmalpflegeamt, die haben Angst, dass dann, da darf nichts passieren dran an der Brücke. Na? Vorsicht! Fahrt ihr dann euer Auto noch weiter vor? Geht das? Weil da ist das Kreuz, wo die Stütze hinkommt. Genau da unten, das Blaue. Danke. Mehr als 1 Million Euro soll die Restaurierung der Friederikenbrücke kosten. Der Einsatz heute steht unter ständiger Beobachtung der Denkmalschutzbehörde. Die Brückenkonstruktion ist von 1840 und sie ist historisch sehr bedeutend. Und diese gusseisernen Bauteile vertragen nicht besonders viel Last, weil sie spröde sind und brechen können. Und wir müssen darauf achten, dass bei dem Aushub der Brückenkonstruktion keine Bewegungen oder Lasten entstehen, die auf diesen historischen Träger wirken und dann dazu Schäden führen können. Norbert, du musst gucken, Junge. Nacken auf! Über 2 Stunden dauert allein der Aufbau. Die Männer beschweren den Kran mit insgesamt 71 Tonnen Gewicht, damit der Koloss beim Einsatz nicht umkippt. Bisschen tiefer! Bisschen tiefer, Dirk! Gut! Zum Abstützen. Um die Fläche zu vergrößern, hast du jetzt hier eine Fläche von 1,60 m mal 1,60 m. Ne? Und eine Platte kann einen Stützdruck von 160 Tonnen vertragen. Man kann das ja nicht beurteilen. Was ist hier drunter? Ne, das ist kein gewachsener Boden, das ist ja Regen aufgeweichter Boden, der keine Tragfähigkeit hat.
Mit Fingerspitzengefühl muss Dirk Albert den 60 Meter langen Teleskoparm steuern und den Haken exakt zur Mitte der Brücke führen. Die Männer arbeiten unter Zeitdruck. Doch die Sicherheit geht immer vor. Machen sie einen kleinen Fehler, droht bei dieser tonnenschweren Last Lebensgefahr. Was passieren kann, dass es zu schwer ist. Dass es verkehrt berechnet worden ist und dass es für den Kran einfach zu schwer ist. Ausgerechnet haben sie 15 Tonnen. Gucken wir mal, ne? Ob alle Berechnungen stimmen und die Brücke reibungslos gehoben werden kann, werden die Experten gleich sehen. 10 Kilometer weiter in Garbsen hat Norddeutschlands größter mobiler Baukran gleich einen Einsatz. Jeffrey Hess ist 22 und der einzige im Norden, der ihn fahren darf. Er wurde speziell geschult und hat die offizielle Erlaubnis. Die 6 ist dicht. Ja. Aber hinten über eine Wurste ist zu eng, da kommst du nicht durch. Ja. Ich klär's mal. Die A2 ist ein Unfall, die ist jetzt komplett gesperrt. Und wir haben ja mit unserem Kran Fahrtgenehmigung und das klären wir jetzt mit der Verkehrsbehörde ab, ob wir jetzt woanders lang fahren dürfen. Das klärt das Büro ab. Der Ritter macht das jetzt und sollte das klappen. Verspätungen sind teuer. Zwischen 300 und 400 Euro die Stunde allein für den Kran. Dazu kommen Kosten für Unternehmen, die an der Baustelle warten. Gab's an der Landstraße, ist komplett dicht. Und danach zögert es sich. Liebe 6. Ja, und wie viel Zeilen weiterfahren? Wir kommen nicht hoch. Für den XXL-Kran gibt es kaum Alternativrouten. Nur wenige Straßen halten seinem Gewicht stand. Ich habe hier einen aktuellen Verkehrsplan. Und der sagt halt ganz klar aus, dass hier jetzt durch den Unfall alles komplett dicht ist. Und LKW bitte über Parallelfahrbahn nutzen. Ja. Ja. Ich denke, wohl oder übel, wir müssen in den Stau rein und gucken, dass wir die Parallelfahrbahn kriegen für die LKWs, wie es hier beschrieben war. Finde ich auch. Wir fahren die Strecke so, wie sie genehmigt ist, Autobahn. Müssen nur gucken, er muss die Parallelfahrbahn nehmen, ist wahrscheinlich. Für LKWs Parallelfahrbahn. Dann nach hinten absichern, ganz normal. Dann fahrt los. Alles klar. Alles klar. Der Mighty Tiny, übersetzt mächtiger Winzling, ist der größte mobile Baukran der Welt. 3 Meter breit, fast 17 Meter lang und 72 Tonnen schwer. Der Hightech-Koloss ist nagelneu und der einzige in Norddeutschland. Vor einem Monat hat ihn die Firma angeschafft und Jeffrey als Fahrer ausgewählt. Angst darf man nicht haben, man darf Respekt haben. Aber ich bin halt von klein auf schon mitgefahren bei meinem Vater, der vorher auch LKW und Kran gefahren ist. Und daher kann ich das nicht anders. Und ich bin ja auch dann in der Lehrzeit in dem Betrieb auch schon auf dem Hof rangiert und alles. Und da hat man schon Hemmungen verloren. Man darf nicht ganz verlieren, man muss Respekt davor haben. Man darf es halt nicht in den Alltag reinkommen lassen, aber Angst an sich habe ich nicht gehabt, noch nie gehabt. Also ich kann sagen, ich fahre mit dem Kran besser als mit dem PKW. Obwohl er viel größer ist. Aber es halt liegt halt daran, dass ich halt jeden Tag mit diesem Gerät fahre. Und auch jeden Tag woanders bin. Jeffrey Hess hat Glück. Der Stau hat sich bereits aufgelöst. Mit nur 15 Minuten Verspätung steuert der Mighty Tiny seinen Einsatzort an. So. Da wurde extra schon abgesperrt. Da steht schon der Kunde. Passt nicht ganz. Wurde extra abgesperrt vom Kunden. So, erstmal stehen und gucken, wo wir uns hinstellen sollen. Moin! Wo holt ihr den Rauch auf? Das, was ihr schon gemacht habt? Oder? Ah, da wollen wir schon mal drauf fahren. Ja, ja, gut. Also bleibst du so. Ja, dann ich fahre ein Stück rüber und dann bleibe ich so stehen. Das Schild wegnehmen? Nee, das Schild stört mich. Also mich nicht. Du brauchst jetzt erstmal hier dich. Genau, dass wir ein bisschen hinstellen können. Was kommt überhaupt hoch, weißt du das? Ach, was überhaupt Dämmung. Hoch? Dämmung hoch. Dämmung, okay. Und
weiß man im Urlaub. Ja, gut, alles stimmt. Die meisten Baukräne sind fest im Boden verankert, stehen wochenlang am gleichen Ort. Jeffrey kann mit seinem Mighty Tiny jeden Tag auf einer anderen Baustelle arbeiten. Ich stelle mich jetzt auf meinen Kranplatz und jetzt fahre ich im Hundegang rüber. Deswegen habe ich die beiden Achsen und habe sie automatisch hochgezogen. Und dann kann ich alle Reifen, die jetzt unten auf dem Boden sind, noch separat lenken. Das heißt, ich kann jetzt im Hundegang, nennt man das, kann ich seitlich rüberfahren. Dann brauche ich nicht so viel rangieren. Dieser 12-stöckige Wohnblock bekommt ein neues Dach. Tonnenschwere Paletten mit Baumaterial muss Kranfahrer Jeffrey 30 Meter hochheben. Wo der XXL-Kran stehen darf, ist in der Innenstadt besonders heikel. Wird zuvor genauestens geprüft und genehmigt. Man muss aufpassen, dass man keine Schächte unter sich hat, keine Kanäle und sowas, weil die halten das Gewicht meistens nicht. Was halt passieren kann, ist, dass der Kanal einbricht. Das heißt, dass der Kran halt einen Satz nach unten macht und je nachdem, wie tief der Kanal ist, dass man halt die Stütze einbricht und dann könnte auch im schlechtesten Fall, dass der Kran umfällt. Bei vielen Einsätzen ist Jeffrey Hess ganz allein vor Ort. Ein Aufbauteam, das zusätzliche Gewichte anbringt, braucht der Hightech-Kran nicht. Das spart Personal und Zeit. Per Knopfdruck klappt sich der Kran in nur 11 Minuten auf. Wie ein Schweizer Taschenmesser. Das ist echt Hightech, ja. Ist immer noch sehr schön anzusehen. Vor allem, du hast auch immer Zuschauer. Wenn du in der Stadt irgendwie aufbaust, dann gucken immer alle Leute, bleiben stehen in der Stadt, machen Fotos. Das ist immer noch ein Schauspiel. Ganz wichtig für den Einsatz heute, der Rundumblick von oben. Jeffrey Hess arbeitet in 35 Metern Höhe. Seit 4 Jahren fährt er diverse Kräne und hat schon über 1000 Einsätze hinter sich. Doch der Job mit dem neuen Mighty Tiny ist für ihn eine Herausforderung. Für den jungen Kranfahrer ist jeder Tag hier oben etwas Besonderes. Ob man 10 Tonnen bewegt, 20 Tonnen oder 100 Tonnen, es ist immer ein Hub und alles ist gleich wichtig. Man muss immer alles beachten. Und wenn man nur einen Schaltschrank hebt, der 10 Kilo wiegt, trotzdem muss man alles beachten, dass man halt immer richtig arbeitet und immer sicher arbeitet. Im schlimmsten Fall können sie alle runterreißen oder sonst irgendwas, oder die Last reißt ab oder sowas. Aber wenn man das tagtäglich macht, dann weiß man schon, was man macht und ist man auch bewusst, dass man halt, wenn man Fehler macht, nicht nur Material zu Schaden gehen kann, sondern auch Menschenleben dahinter hängt. Jeffrey muss auch Wind und Wetter im Blick haben. Regen hat schon eingesetzt. Am Nachmittag werden Sturmböen erwartet. Bei zu viel Wind muss der Kranfahrer den Einsatz sofort abbrechen. In Hannover-Herrenhausen sind alle Vorbereitungen für den Hub der historischen Brücke abgeschlossen. Zuvor wurde das marode Bauwerk in 2 Hälften geschnitten. Ein Kran allein würde den Hub gar nicht schaffen. Einsatzleiter Jörg Hess muss dafür sorgen, dass sich die Brücke gleichmäßig aus beiden Fundamenten löst. Ist er da oben, ist er da auch schon frei bei dir? Hinten ist er schon. Norbert, hier ist er schon ein bisschen hochgekommen. Also hinten ist die Seite schon frei, bloß der Fischbruchträger nicht. Quatsch, der Dings hier. Wie viel hast du? 10. 10 Tonnen hat er schon auf der Uhr. Obwohl der Kran mit voller Kraft zieht, steckt die Brücke fest. Bisher haben sich nur 3 der 4 Ecken gelöst. Bei zu viel Zug droht die 180 Jahre alte Konstruktion zu brechen. Der Schaden würde in die Hunderttausende gehen. Machen die Experten jetzt einen Fehler, droht sogar Lebensgefahr. Rackel mal mit deinem Nageleisen. Vielleicht ist das ja nur, dass er irgendwo eine Nase hängt. Nicht, dass er jetzt mit einem Meter hochspringt.
Das Problem ist, wenn er so klemmt, kann er, und er zieht auf 10,5 Tonnen, was angegeben ist, und das Ding wiegt nur 8 Tonnen, dann springt die natürlich irgendwann hoch. Das ist ja, ne, das weiß man ja nicht. Man kann es zwar errechnen, aber ob es tatsächlich so ist. Und dann ist es halt ein kritischer Punkt. Seit inzwischen einer halben Stunde zieht Kranfahrer Dirk Albert an der Brücke, die sich partout nicht lösen will. Stärker zu ihm geht nicht. Einsatzleiter Jörg Hess ahnt. Jetzt hilft nur noch ein Brecheisen. Man ist zufrieden, dass sie draußen ist. Gott sei Dank. Alles gut. Norbert, schmeiß mal das Band rüber, das andere Ende. Jetzt muss der Kranfahrer das erste Teilstück der Brücke ans Ufer manövrieren. Doch ein großer Baum ist im Weg. Hektik geht gar nicht. Also man muss die Ruhe bewahren. Also wenn man anfängt hektisch zu werden, dann passiert noch was. Ne? Das ist, man muss die Ruhe bewahren. Dirk Albert kann aus seinem Cockpit nur schwenken und ablassen. Steuern muss die 24 Meter lange Brücke Jörg Hess. Nur mit einem Seil. Ich drehe es und ich halte es auch an. Wenn ich es nicht festhalte, dann dreht es sich ja unkontrolliert. Er schwenkt hier rüber und lässt die Last dann ab. Dass wir mit dem Brückensegment auf die Träger kommen, auf die Böcke. Passt das bei dir? Stopp. Siehst du, deswegen hat man Helm. Was sagst du? Vier Mann führen die Brücke zentimetergenau ans Ziel. In einer Woche geht es per Schwertransport zum Restaurator. Hey, so eine Ankerketten hier, du. Scheißketten hier mal. Der Kranfahrer? Guck doch an, wie tiefenentspannt der ist. Dirk macht das schon gut. Das ist ein guter. Aber wir arbeiten ja beide auch schon 30 Jahre zusammen. Also funktioniert das schon. Bei uns klappt es eigentlich immer. Drei Wochen Planung und ein ganzer Arbeitstag im Kran. Dann ist auch das zweite Brückenstück sicher an Land. Das Messegelände in Hannover am anderen Ende der Stadt. Hier müssen die Kräne nicht groß und mächtig sein, sondern klein und wendig. In 4 Tagen beginnt eine große Holzmesse. Dann ist die Halle voll mit Ausstellern und Besuchern. Spezialist für Einsätze auf engstem Raum ist Tobias Wegner. Sein Auftrag heute, eine große Maschine von einem LKW auf einen Anhänger heben. Hallo? Keiner inne. Tja. Da müssen wir doch mal gucken. Ich werde hier heute eine Maschine abladen. Die wird ja wohl zwischengelagert anscheinend, damit die in den nächsten Tagen dann hier auf dem Messegelände in einer Halle aufgestellt wird. Und ja, ich vermute mal, die wird gleich auf dem LKW stehen. Da ist sie wahrscheinlich schon. Jetzt sehe ich es ja gerade. Gucken wir doch mal hin. Einen wunderschönen guten Morgen. Tobi, mein Name. Schwarze. Hi. Tag. Moin. Hi. Moin. Ist das die 8,5-Tonnen-Maschine, die übergesetzt werden soll auf dem Flat? Oder auf dem Plattenwagen? Nee, auf dem Trolley. Trolley. Gut, gut, gut. Wo können wir die anhängen hier oben an den grünen Ösen, ja? Das ist ja schon mal super. Der kleine Hallenkran hat im Gegensatz zu seinen großen Brüdern nur ein Cockpit.
Tobias Wegner kann den Kran direkt aus der Fahrerkabine steuern. Das ist ein super kleiner Fisch. Der kommt in jede Lücke. Das ist mein Liebling. Ein absolut tolles Gerät. Die Herausforderung ist, dass man hier nichts kaputt macht, dass man nicht in der Decke rumstochert und auch in einer Halle, gerade auf der Messe oder in Industrieanlagen, wo es immer enger wird und mehr Maschinen aufgebaut werden und so weiter, den Überblick behält. Und sich auch verständigt mit anderen, die das auch zu tun haben, damit jeder weiß, von so einem Fahrzeug geht natürlich Gefahr aus, das dreht sich nicht die ganze Zeit, aber wenn es soweit ist, dann muss jeder den Hintern aus dem Gefahrenbereich nehmen. Unter der Folie steckt eine Baumschälmaschine. Das Ausstellungsstück wird auf der Messe zum ersten Mal präsentiert. Ganz wichtig, um nichts zu beschädigen, muss der Kran gerade stehen. Der Drehkranz wird in Waage ausgerichtet. Das kann man hier an der Libelle sehen. Wenn dieser Ring genau fluchtet, dann steht der Kran gerade. Und die Räder müssen frei sein. Ansonsten würde er sich im Betrieb wegdrehen. Wenn die Last am Haken hängt, sucht sie sich den tiefsten Punkt und er wandert langsam weg. Das kann gerade bei größeren Entfernungen natürlich ein Problem werden, weil der Hebelweg immer länger wird, den er sich erschafft. Ja, deshalb ist das so. Bis zu 25 Tonnen kann der Minikran heben. Etwas mehr als sein eigenes Gewicht. Du kannst ja auch noch mal auf den Tieflader gehen und sagen mir, ob ich mittig drüber bin. Aber ob ich mittig drüber bin oder nicht, das hat mir in dieser Richtung der Einweihwasser zu zeigen. Weil ich ja nicht dreidimensional sehen kann. Wenn jetzt meine Mastspitze einen Meter zu dicht bei mir wäre, dann habe ich das Ding gleich auf dem Schoß liegen. Und wenn ich zu weit drüben bin, dann will sie natürlich darüber pendeln und will senkrecht unter die Mastspitze. Das ist ja Schwerkraft. Alles frei? Schweb! Du musst mir das zeigen. Kranfahrer Tobias braucht Hilfe vom Bodenpersonal. Alleine kann er den Hub nicht überblicken. Besonders zur Messezeit müssen alle hier schnell und präzise arbeiten. Er kann doch jetzt gern vorfahren und ich schwenke ein bisschen mit rüber. Hörst du? Kranfahrer und Bodenpersonal arbeiten immer als Team. Nur so können sie die Last sicher verladen. Ja, aber wir müssen da Anti-Rutschmatten unterlegen, damit das nicht sich bewegen kann und womöglich doch rutscht. Die Schlupfe sind natürlich alle abgenommen, aber es kann immer mal was passieren. Wollen wir nicht hoffen. Die Riesenmaschine passt gerade so auf den kleinen Anhänger. Mit ihm soll es später in die Ausstellungshalle gehen. Jetzt zählt jeder Zentimeter. Ein Stückchen zu weit nach links und alles könnte kippen. Die Männer halten ständig Blickkontakt. Verständigen sich mit einfachen Handzeichen. Nur eine halbe Stunde dauert der Einsatz. Dann ist die Baumschälmaschine sicher verladen. Also jeder Hub ist ein Einzelfall. Es kann immer mal was sein. Es kann immer mal was ins Rutschen kommen oder die Luftfederung kommt anders hoch oder sowas. Und ja, beim Bäcker ist auch jedes Brötchen ein Einzelstück und man möchte, dass es gelingt. Aber hat gut hingehauen, muss ich sagen. So, eine schöne Runde hier. Mein Kleiner. Zurück zum größten fahrbaren Baukran Norddeutschlands. Sind die Kollegen schon so weit, dass wir ziehen können? Wir haben jetzt noch vier verletzte Runden, eine angeschlagen, die wird noch festgemacht und dann kann ich die hochziehen. Also insgesamt vier noch, die jetzt hochkommen. 13 Paletten mit Baumaterial hat Kranfahrer Jeffrey Hess schon auf das Hochhaus gehoben. Jede einzelne wiegt bis zu einer Tonne. Der 22-Jährige bewegt den Hightech-Kran mit zwei Joysticks. Mit dem rechten Knüppel steuert er den Haken hoch und runter. Mit dem linken vor, zurück und zur Seite. Also PlayStation-Spielen hat früher geholfen, sage ich immer. Aber es ist schon, man muss echt schon ein Feingefühl drin haben. Weil man muss wissen, auch wissen, wann der Kran was macht, wenn er aufhört zu schwenken, dass er langsamer wird oder direkt bremst und dass man die halt nicht durch den ganzen LKW pendeln lässt.
Aus 35 Metern Höhe hat Kranfahrer Jeffrey die Festmacher immer im Blick. Die Paletten sind tonnenschwer und eine Gefahr für die Männer am Boden. Es ist Nachmittag. Der Wind nimmt immer weiter zu. Wenn es zu windig ist, kann auch sein, dass er so doll in den Schwank kommt, dass er mal eine Palette umkippt. Was natürlich keiner möchte und will. Aber die Kranfahrer haben ja auch ihre Windmesser und so. Wenn die sagen, es ist zu gefährlich, es geht nicht mehr, dann lässt man das. Dann muss man nichts verschieben. Wir haben jetzt gerade 4 Meter die Sekunde. Ab 20 Meter die Sekunde sollte ich zusammenbauen. Das ist aber bis dahin kann man gar nicht mehr arbeiten, weil das viel zu windig ist. Man könnte nicht mehr genau arbeiten mit dem Kran. Trotz Windböen kann Jeffrey Hess noch sicher manövrieren. Erst bei Windstärke 8 bricht er den Einsatz ab. Ich habe nur die eine Kette hier gehabt, Mensch. Halte den mal. Ja. Ich bin doch mit dem drin in die hier. So. Der Hightech-Kran hat direkt über dem Haken eine Kamera. Dadurch hat der Kranfahrer seine Last immer im Blick. Es ist schon auf jeden Fall eine Riesenhilfe, weil von oben runter gucken ist schon immer ein bisschen was anderes. Dann verschätzt man sich ganz schön in der Entfernung, wie weit man nach vor und zurück muss. Das ist entweder irgendwelche Frequenzen, die ein bisschen stören. Und weil er halt so weit weg ist, weil der Empfänger sitzt da oben jetzt. Und da ich jetzt 30 Grad hochfahre, ist das immer ein bisschen doof. Man muss auch irgendwas stört auch gerade schon wieder, deswegen. Ohne Monitor kann Jeffrey das Dach nicht überblicken. Die Festmacher müssen den Kranfahrer jetzt über Funk einweisen. Gut, stopp. Man muss sich schon gegenseitig vertrauen. Wir den Kranfahrer ohne uns. Er muss uns vertrauen, dass wir vernünftig das Material dranhängen. Und wir müssen ihm vertrauen, dass er es vernünftig und ordentlich hier rüberbringt. Und dann aber kann trotzdem immer was passieren, auch das Material nachgibt und das, was rausfallen kann, wenn man da drunter steht bei einer Tonne, ja, dann wissen wir ja, dass es leider Gottes zu spät ist. Für Ausnahmesituationen wie diesen Monitorausfall sind Bodenpersonal und Kranfahrer geschult. Das ist schon eine riesen Verantwortung, die dahinter steckt. Das Gerät kostet schon einiges und halt dann die Verantwortung für die Mitarbeiter, die dann hier anschlagen und alles. Das ist man nicht eben gemacht. So, kannst auf und danke für deine gute Arbeit. Kein Problem. Arbeiten in Extremsituationen, unter Zeitdruck und in luftiger Höhe. Jeder Job eine Herausforderung für Niedersachsens Kranprofis.